Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir wieder einen Portfolio-Manager eingeladen, nämlich Gernot Hauzenberger von Kepler Fonds im schönen Linz. Er ist dort Portfolio-Manager für das Anleihesegment und natürlich in dem Moment, wo es wieder Zinsen gibt, wir hören momentan wieder aus den USA und aus Frankfurt, dass Zinserhöhungen ante portas stehen bzw. wieder gemacht wurden. Wir reden also wieder um ein Anleihemanagement cum Zins, lieber Herr Hauzenberger. Herzlich willkommen beim Freitagspodcast. Ja, und natürlich komme ich nicht drum herum, um die Frage, ohne die berühmte Glaskugel zu bemühen, was heißt denn das jetzt, dass wir wieder Zins haben? Wie beurteilen Sie das Ganze? Hallo und Servus natürlich auch von meiner Seite und danke für die Einladung, dass ich da heute dabei sein darf und wir gemeinsam den Podcast machen können. Was heißt das jetzt, die Zinsen für die Zukunft wieder? Natürlich, wenn man jetzt kurz, ist natürlich immer sehr verlockend, in den Rückspiegel zu schauen. Wenn man sich jetzt 2022 anschaut, dann war das natürlich ein sehr, sehr negatives Jahr, wenn man jetzt in Anleihen investiert hat. Aber was heißt das für die Zukunft? Man soll ja nicht immer nur in den Rückspiegel schauen, sondern eben auch nach vorne schauen. Ist es mittlerweile, dass auch wieder einiges an Chancen am Markt einfach da sind? Mittlerweile gibt es wieder Renditen auf Anleihen und auch auf konservativen Anleihenportfolios. Wenn man sich zum Beispiel den breites, diversifiziertes Anleihenportfolio anschaut, ist man da irgendwo so jetzt aktuell bei Renditen zwischen 3,5-4,5% in der Größenordnung, je nach Laufzeit. Und vor allem die ganz, ganz wichtige Message, die ich da immer auch noch mitgeben möchte, ist das, wenn man sich mittel- bis längerfristige Inflationserwartungen anschaut, dann sind wir da irgendwo bei den marktgehandelten Inflation Swaps bei knapp 2,5%. Und da muss man schon sagen, man kann jetzt mittel- bis längerfristig auch sich wieder am Anleihenmarkt positive Realrenditen sichern, was jetzt jahrelang nicht möglich war. Und das ist ja schon, sagen wir mal, etwas anderes als, wie Sie haben es gerade gesagt, in den letzten 3, 4, 5 Jahren, dieses Thema, dass wir wieder reale Renditen haben, positive reale Renditen. Das heißt, ich werde nicht mehr kalt enteignet dafür, dass ich eine Anleihe kaufe, aber die Inflation höher ist. Haben Sie damit gerechnet, dass das so schnell geht? Hand aufs Herz. Also es ist mal so eine Frage an Sie als Portfolio-Manager, weil ich glaube, letztes Jahr, das hat uns alle irgendwie, hat überall reingeregnet und es ging ja so schnell. Haben Sie damit gerechnet? Ehrlicherweise nein. Also das so schnell geht natürlich nicht. Also das war davor und das war der Grund, warum der Renditeanstieg so schnell war. Davor setzt man sich vor zurück, 2021, dort war es eher so, okay, wir sind jetzt in dieser Negativzinsfalle quasi in der europäischen, also in der Eurozone gefangen gewesen. Und das Thema war eher, oder die Diskussionen waren eher, okay, senkt die EZB jetzt den Leitzins nur mehr um 10 Basispunkte auf minus 0,60. Von einer Zinserhöhung war kein Thema. Und dann ist eben quasi 2022 eben natürlich auch mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, was das ganze Thema nochmal befeuert hat. Dynamik war vorher schon da, aber das hat das Ganze natürlich nochmal befeuert. Und dann hat sie natürlich auf der einen Seite, hat dann die EZB reagieren müssen und das hat es auch vermutlich ein bisschen verspätet, aber dann doch sehr, sehr, also sehr, sehr bestimmt agiert. Aber auf der anderen Seite war es natürlich ein bisschen ein Paradigmenwechsel auch eben, was die generellen Investoren langfristig eben sehen. Und dort haben wir eben dann auch diese starken Renditeanstiege sehr, sehr schnell gesehen. Und jetzt habe ich es neulich auf unserem Blog auf Stiftungen stärken geschrieben zu Ihrem Investmentfrühstück, wo ich viel gehört habe über, lassen wir uns mal über Chancen sprechen und weniger über Risiken. Wir Deutschen, auch ein bisschen die Österreicher, neigen dazu, dass man gerne mal über Risiken spricht. Aber wir können bei Zinsen von 4-4,5% hierzulande, bei 5-5,5% in den USA durchaus wieder von Chancen sprechen. Lassen Sie uns das mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Wo sehen Sie momentan Chancen überhaupt? Was ist die Chance für die nächsten Jahre, wenn ich mich am Anleihemarkt bewege? Und das ist ja immer noch das Segment, wo Stiftungen gerade in Deutschland, in Österreich sehr stark domiziliert sind. Also grundsätzlich ist es einfach gesagt, wenn man die Rendite jetzt einkauft, man hat ja immer eine Duration, also dorthin ist man ja quasi immunisiert zu dem Zeitpunkt, dann kann man sich jetzt, das hat man die Chance, einfach sehr, sehr gute Renditen, wie gesagt, 3,5-4,5, eventuell mit etwas mehr Risiko, wenn man jetzt Schwellenländer und High Yield auch beimischt, Richtung 5% gehen, auf einen Horizont, sage ich mal, von 6-7 Jahren. Und Stiftungen haben ja tendenziell auch einen langfristigen Horizont. Also da kann man durchaus auch über so einen Horizont reden. Was man sich jetzt einfach einlocken kann, natürlich kann es teilweise Ausfälle geben, je mehr man natürlich in die Risiken reingeht. Aber es wird auf jeden Fall ein sattes Plus in der Rendite, wenn man denn diesen langen Anlagehorizont überbleiben. Und wie gesagt, schon vorher angesprochen, dieses satte Plus wird definitiv auch wahrscheinlich über der Inflation liegen. Dieses Thema Bonität, was Sie gerade angesprochen haben, ist das etwas, was man auf dem Schirm haben muss? Also wir hören jetzt in Deutschland von wirtschaftlicher Eintrübung, so nenne ich es jetzt mal. Für Europa gefühlt
alles um uns rum wächst ein bisschen und wir in Deutschland, wir sind so ein bisschen hinten dran. Erstens, wie ist es in Österreich, das weiß ich gerade gar nicht, aber dieses Thema Bonität, rückt das vielleicht dafür dann wieder ein bisschen mehr in den Fokus, dass man da ein bisschen mehr drauf schauen muss? Also grundsätzlich zuerst vielleicht mal kurz, Österreich ist relativ ähnlich wie Deutschland, also dort läuft es jetzt auch nicht brüllend und auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr hohe Inflationsraten, was vermutlich auch ein bisschen fiskalseitig geschuldet ist, weil halt wir auch sehr, sehr starke Maßnahmen gehabt haben, die sich dort jetzt ein bisschen niederschlagen. Ja, natürlich sollte man das Bonitätsthema nicht ganz außer Acht lassen, wenn man natürlich jetzt wirtschaftlich nicht ganz so den rosigen Ausblick vor sich hat. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, die Unternehmen zahlen wieder Risikoaufschläge und das sind auch deutlich, zumindest auch bei den gut gerateten, bei den High-Grade-Unternehmensanleihen, sind auch deutlich über dem 5-Jahres-Schnitt. Also dort bekommt man das Bonitätsrisiko attraktiv vergütet und auf der anderen Seite muss man eben sagen, vor allem die High-Grade-Unternehmensanleihen, die meisten Unternehmen in dem Bereich sind sehr, sehr gut aufgestellt. Also die haben natürlich die letzten Jahre der niedrigen Zinsen sehr, sehr gut genutzt, um sich längerfristig einfach zu finanzieren. Und die können jetzt auch zumindest eine gewisse Zeit an wirtschaftlicher Schwäche sicherlich auch durchtauchen. Dass natürlich den ein oder anderen Namen einmal erwischen kann, der entweder jetzt ins Held-Universum oder der generell dann ausfällt, das kann natürlich immer passieren. Also da braucht man eine Glaskugel, dass man sowas vorhersagen kann. Aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt das breite Universum anschaut, und deswegen ist es natürlich auch immer wichtig, so breit wie möglich auch zu diversifizieren, wird es dort jetzt keine größeren Probleme, zumindest mittelfristig geben. Jetzt haben Sie gerade gesagt, breit diversifizieren, breit aufstellen. Jetzt übersetze ich das mal in Europa und USA, beziehungsweise Europa und Amerika. Wo ist denn der Unterschied in den anderen Märkten zwischen USA und Europa? Also wo sehen Sie da momentan, ich will Sie gar nicht auf eine Aussage locken im Sinne von, das ist der spannendere Markt, aber wenn Sie sich die Märkte anschauen, wo ist denn da der größere Unterschied? Ich glaube, inverse Zinsstruktur, das ist auch sowas, was man so ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Also grundsätzlich ist für uns, wir sind Eurozonen-Investor und bei uns ist natürlich der Kunde wie ein Euro-Investment. Wir haben natürlich auch Investments in US-Dollar-Bereichen. Wir hedgen aber dort die Fremdwährungsrisiken meistens raus oder eigentlich fast immer vollständig raus, einfach weil wir sagen, am sicheren Anleihe-Investment, das einen stetigen Ertrag liefern soll, wird einfach von einem Währungsrisiko konterkariert. Was wir aber schon sehen, ist natürlich einfach aus Diversifikationsgründen sehen wir vor allem im Unternehmensanleihenbereich einfach gewisse Namen, die einfach in US-Dollar attraktiver sind, jetzt von einem Risikoaufschlag her, oder auch die es in der Eurozone nicht einmal gibt und also in Euro nicht einmal notiert, also keine Anleihen abgegeben hat. Und dort haben wir natürlich dann schon auch immer wieder bei den Amerikanern aktiv. Aktuell jetzt von der Zinskurve her würde man ungefähr beide ähnlich attraktiv sein. Also wir sind auf beide Märkte aktuell verhalten positiv, was jetzt die Durationspositionierung betrifft. Mhm. Jetzt sind Sie als Haus bekannt dafür, dass Sie sehr frühzeitig sich dem Thema Nachhaltigkeit zugewendet haben. Also auch beim Thema Anleihe die Verbindung zum nachhaltigen Investieren relativ zügig geschlagen haben. Ich würde sagen, Sie sind da Vorreiter. Man kennt Ihr Haus für diese Nachhaltigkeitsexpertise. Wenn wir das jetzt mal übersetzen auf das Hier und Jetzt, wir kriegen sehr starke Vorgaben, Regulatorik und so weiter. Taxonomie schreibt uns letzten Endes vor, dass wir das Thema Klima sehr stark in den Vordergrund rücken. Nachhaltiges Anleihemanagement, geben Sie uns da doch mal so einen Einblick, so ein bisschen ein paar Insights. Wie sieht das für Sie im Täglichen aus? Also mir grundsätzlich machen sich wir natürlich sehr, sehr viele Gedanken, okay, was sind denn, welche Kriterien müssen nachhaltige Unternehmen, aber auch Staaten erfüllen, um eben unseren Kriterien zu genügen. Und das ist einmal das Grundset, mit dem sich wir natürlich sehr, sehr stark beschäftigen. Passen unsere Ausschlusskriterien, also wir verfolgen auf der einen Seite natürlich haben wir Ausschlusskriterien definiert, auf der anderen Seite auch einen Best-in-Class-Ansatz, also Positivkriterium dazu. Und wir versuchen sehr, sehr stark auf der einen Schiene natürlich dort das Universum zusammenzustellen. Also dass wir uns einfach anschauen, okay, welche Kriterien oder welche Unternehmen wollen wir gezielt in unsere Portfolio haben. Und dann quasi aus dem Universum, was dort dann herauskommt, dort versuchen wir eben dann natürlich die besten Unternehmen und auch Staaten einfach noch klassischer Anleihenmanagement-Schiene einfach rauszufiltern. Das heißt, dieses Regime oder die Nachhaltigkeitsanalyse kommt für Sie zuerst und dann kommt die klassische Analyse hinten drauf, richtig? Ja, also wir haben sehr, sehr stark eben vorgelagert
eben den Prozess Analyse, okay, Nachhaltigkeit, wie schaut unser Universum raus, und aus dem Universum dann wählen eben wir die einzelnen Anleihen, Schrägstrich Unternehmen für unser Portfolio dann aus. Das heißt, für Sie ist es essentiell und für Sie ist es auch normal, dass Nachhaltigkeitsanalyse zur Analyse eines Investments mit dazugehört. Und jetzt kommt noch dieses Thema 1,5 Grad Pfad obendrauf. Es gab vor kurzem eine Umfrage, dass Stiftungen so ein bisschen vorgeworfen wird, ja, also ihr legt zu wenig nachhaltig an. Ich persönlich finde das schwierig, weil man dann letzten Endes denen, die schon was machen, vorwirft, ja, ihr macht zu wenig. Das finde ich immer persönlich schwierig. Man kann es auch anerkennen auf der anderen Seite, dass sie schon was machen. Das Thema 1,5 Grad Pfad jetzt in Verbindung mit Ihrem sehr, sehr klaren Regime, dass Nachhaltigkeitsanalyse zuerst steht. Wo sind Sie da? Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie damit vor? Das finde ich einen spannenden Punkt. Vielleicht können Sie uns da noch mal so ein bisschen ein paar Einblicke geben. Also grundsätzlich haben wir jetzt keine, also steuern wir das jetzt nicht konkret. Also wir haben das immer wieder am Schirm, also und können auch Auswertungen dazu fahren und wissen auch, dass wir da noch ein bisschen einen Weg in den meisten Portfolios zu gehen haben. Was aber natürlich auch ein bisschen den Hintergrund hat, dass, wenn man sich jetzt den globalen Markt anschaut, dass der natürlich auch noch einen gewissen Weg zu gehen hat. Und von dem Ganzen können wir uns natürlich nicht ganz loslösen. Was machen wir quasi trotzdem, um unseren Portfolios einfach zu gewährleisten, dass wir einfach in die richtige Richtung gehen? Auf der einen Seite sind wir natürlich einmal unterwegs, dass wir eben einfach gewisse Bereiche, vor allem im fossilen Brennstoffbereich, ausschließen. Und was machen wir natürlich dadurch? Dadurch reduzieren wir auch die CO2-Emissionen, die einfach über unser Portfolio finanziert werden. Und einer der großen Treiber natürlich für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels ist einfach das, dass wir global die Emissionen reduzieren müssen. Und genau über diese Steuergröße versuchen wir eben das eben auch zu darzustellen, was uns auch gelingt. Also wenn wir unsere Portfolios anschauen, dann haben die natürlich auch immer einen geringeren CO2-Fußabdruck, als wie wenn wir jetzt das Ganze gegenüber einem globalen Markt eben vergleichen würden. Das heißt, Sie schauen sich dann tatsächlich an, wie groß ist die CO2-Emission des gesamten Portfolios und vergleichen das so im Halbjahr oder im Jahr? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, im halben Jahr haben wir einmal, wo wir quasi den CO2-Fußabdruck von einem Portfolio und dann quasi an halbwegs passenden Vergleichsindex, also wo wir wirklich sagen, welches Universum passt denn einfach für das, wie das Portfolio aufgestellt ist, und schauen sie eben das dann im Vergleich an, und da schneiden wir tendenziell natürlich immer ein bisschen besser ab, weil wir eben genau diese Titel, also eben genau gewisse Titel, die sehr, sehr CO2-intensiv sind, eben oft auch nicht drinnen haben. Ist das dann künftig auch, einfach da auch so ein bisschen so mal ein Gefühl zu kriegen, ist das dann künftig auch so ein Kriterium, dass Sie dem Emittenten sagen, also pass auf, für uns ist schon wichtig, dass ihr euren CO2-Fußabdruck jedes Jahr verbessert. Das ist so eines unserer Kriterien, das wir so einfließen lassen. Wird es in die Richtung gehen oder bin ich da zu idealistisch unterwegs? Aktuell, also wir betreiben aktuell schon Engagement, noch nicht in diesem Bereich, aber das ist natürlich auch was, wo wir einfach überlegen, okay, passt, also das ist ein Thema, was wir schon sehr, sehr lange machen und natürlich auch immer am Weiterüberlegen sind, wo man sich denn in diesem Bereich einfach weiterentwickeln kann, weil das, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt da einfach ist. Also es wird nicht funktionieren, indem man einfach nur sagt, okay, passt, wir schließen die Unternehmen aus und weil auf der anderen Seite, es wird wahrscheinlich immer irgendwen geben, der es finanziert. Und deswegen sollten wir trotzdem auch einfach so weit sein und einfach schauen, okay, passt, was kann man denn auch über diese Schiene noch weiterentwickeln? Also wir betreiben aktuell Engagement in diesem Bereich jetzt noch nicht, dass man wirklich auf die Unternehmen zugeht und sagt, okay, passt, schaut, dass ihr CO2-Emissionen senkt. Aber was wir schon natürlich sehen, ist, dass wir einfach ständig versuchen, da irgendwann Ball zu bleiben und auch potenziell uns natürlich in diese Richtung weiterentwickeln wollen. Das finde ich sehr spannend, weil am Ende des Tages, Sie machen sich da auf dem Weg, Sie sind auf dem Weg, auch dieses, sagen wir, diesen Aspekt stärker in die Portfolio-Realität einfließen zu lassen. Was mich so ein bisschen zur letzten Frage bringt, um das nochmal so ein bisschen abzuschließen. Also wir reden momentan über einen Anleihemarkt, der durchaus etliche Chancen bietet. Wenn Sie mal, wie gesagt, ich will nicht die Glaskugel nennen, aber wenn wir so ein bisschen mal in 5, 6 Jahre schauen, wir reden jetzt momentan noch über Zinsanstiege, werden wir irgendwann auch wieder über stabile Zinsen, ja, aber über fallende Zinsen sprechen, oder ist das noch alles viel, viel zu früh, weil wir alle überhaupt nicht wissen, wie zum Beispiel Transformation der Wirtschaft weitergeht? Also grundsätzlich denke ich, dass genau die Seite aktuell sehr, sehr stark unterschätzt wird, eben die fallenden Zinsen, weil
aktuell. Natürlich, es ist natürlich nur menschlich, dass wir haben jetzt ein Jahr lang sehr, sehr stark steigende Zinsen gesehen, Inflation überall in den Medien. Man sieht quasi immer nur das Negative und das Szenario, dass quasi die Zinsen weiter steigen müssen oder halt im besten Fall quasi gleich bleiben. Was man trotzdem natürlich auf der anderen Seite schon sehr, sehr stark sieht, ist einfach, dass die Wirtschaft sich abschwächt und auch potenziell einfach die ersten Inflationszahlen auch wieder zurückkommen. Also wenn man sich die Erzeugerpreise anschaut in der Eurozone, wenn man sich teilweise die Lieferkettenengpässe, Ölpreise und solche Themen, also da hat man gewisse Basiseffekte, die einfach die Inflation nach unten bringen können und dass halt die aktuelle Inflation sehr, sehr stark aus dem Nachfragebereich ist. Mhm. Und das war ja genau das, und das ist aber auch genau die Größe, die man mit hohen Zinsen und die eine Zentralbank steuern kann. Und das ist schon auch was, wo man eben Potenzial hat, dass die Inflation vielleicht doch einmal deutlicher zurückkommt, als was man jetzt aktuell vielleicht im ersten Moment glauben würde. Und ich würde nicht sagen, dass das unser Hauptszenario ist, aber das ist ein Szenario, was aktuell die meisten wahrscheinlich nicht am Schirm haben. Und in 4-5 Jahren glaube ich trotzdem, dass man eher mal in eine Richtung auch kommt, wo die Inflation wieder zurückgehen wird und dass man natürlich auch wieder von fallenden Zinsen spricht. Das finde ich zum Beispiel auch einen spannenden Aspekt, den Sie gerade genannt haben, dass immer noch in der Öffentlichkeit sehr stark über Lieferkettenengpässe gesprochen wird. Aber in dem Investmentfrühstück kam es ja auch zur Sprache, der Lieferkettenindex, der Fed von New York, der ist dort, wo er schon mal war, nämlich relativ weit unten. Das heißt, es gibt diese Verspannungen eigentlich gar nicht mehr. Man weiß gar nicht mehr, über was die eigentlich reden, oder? Also das sind ja eigentlich Realitäten, die gar nicht mehr zusammenpassen. Ja, mittlerweile, also wenn man zumindest dem Indikator glauben mag, also natürlich, das ist immer ein Thema, dieser globale Indikator, der von der Fed in New York berechnet wird, der global ist. Natürlich wird es an einzelnen Ecken und Kanten immer noch Lieferkettenengpässe geben und die wird es wahrscheinlich auch immer geben, selbst wenn die Welt völlig in Ordnung ist. Aber grundsätzlich sieht man einfach, dass sich das Thema schon sehr, sehr stark entspannt und von dieser Seite zumindest der Druck einfach ein bisschen nachlassen dürfte. Also wir fassen nochmal zusammen, für Stiftungen, die ja nach wie vor anleihenaffine Anlegerinnen und Anleger sind, ist das, was wir momentan haben, eigentlich ein relativ paradiesisches Umfeld. Es gibt wieder ordentliche Zinsen, es gibt wieder ordentliche Coupons. Wenn jetzt eine Anleihe emittiert wird, dann wird die sich irgendwo an diesem Eckmaß orientieren. Das heißt, von jetzt abgesehen haben wir gar nicht so schlechte Zeiten voraus für Anleiheanleger, ne? Also auch nicht für Sie, ne? Ja, genau. Oder auch für Sie. Ja, natürlich. Also der Ausblick ist natürlich jetzt sehr, sehr positiver mit den Renditen, die man aktuell sich wieder auch mit sehr, sehr wenig Risiko für einen längeren Zeitraum einfach in die Portfolios sichern kann. Und ich glaube, mittlerweile ist es einfach wieder jetzt zu einem Stellenwert, wo es sich auszahlt, auf Anleihen in den Portfolios zu schauen und nicht mehr nur, okay, passt, wir haben Anleihen im Portfolio, weil ja, ich muss halt irgendwie, keine Ahnung, 60 Anleihen, 40 Aktien fahren und deswegen habe ich es halt drinnen, aber eigentlich mag ich es eh nicht, sondern es ist halt auch wieder eine Ertragskomponente dabei. Ich glaube auch, dass man das nicht außen vor lassen kann, dass es das jetzt wieder gibt. Und ich glaube, es ist auch, und das haben Sie sehr schön ausgeführt in der Mitte des Gesprächs, es ist auch müßig, darüber zu diskutieren, werden die Zinsen weiter steigen. Fakt ist, dass die Realität so ist, dass wir jetzt wieder 3-5% haben, die man sich einloggen kann. Und wenn ich als Stiftung ordentlich Erträge brauche, dann bin ich jetzt eigentlich in dem Umfeld wieder unterwegs, wo ich agieren kann. Ich kann wieder managen. Ich brauche nicht nur abwarten und mal gucken, sondern ich kann wirklich wieder was machen. Ja, genau. Also wenn man eben auf die ordentlichen Erträge und mit einem mittel- bis längerfristigen Horizont schaut, ist es eben jetzt einfach die Chance, sich das einzulocken. Ja, natürlich kann es jetzt sein, die Inflation kommt stärker, die Zinsen steigen weiter nochmal um 1% oder so. Natürlich hat man dann wieder ein bisschen Kursverluste auf der anderen Seite. Aber was man eben da auch nicht aussagt lassen darf, ist, wir haben ja mittlerweile wieder Renditen, die dem entgegenwirken. Mhm. Der Weg weg war ja, wenn man sich jetzt breite Indizes anschaut, von null. Und da hat man natürlich nichts gehabt, was quasi dem Ganzen entgegenwirkt, sondern es war halt quasi, die Anleihenmärkte haben das gemacht, um was sich der Basiszins bewegt hat. Und genau das ist halt jetzt nicht mehr der Fall, sondern wenn der Basiszins halt wieder mal jetzt vielleicht doch noch ein bisschen weiter steigt, hat man zumindest schon wieder positive Renditen, die einfach dem Ganzen entgegenwirken. Sagt Gernot Hautzenberger, er ist Portfolio-Manager für den Anleihebereich bei Kepler Fonds in Linz. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das sehr ausführliche Gespräch hier beim Freitagspodcast für unseren Blog Stiftung Stärken. Schön, dass Sie nach München gekommen sind. Danke für Ihren Besuch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wiederhole ich gerne, in einem halben, dreiviertel Jahr machen wir den nächsten Freitagspodcast, weil das Thema Zinsen, das Thema Renditen, das beschäftigt uns natürlich und wird uns auch weiter umtreiben, weil es unsere Zielgruppe, weil es Stiftungen umtreibt. Und ich glaube, das Umfeld ist einfach nicht einfach einzusortieren. Und wir haben jetzt einen sehr schönen Einblick mal gekriegt, wie Sie die ganze Sache sehen und wie Sie es letzten Endes auch von der Seite der Chancen aufrollen. Danke nochmal dafür. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast Ahoi MPO. Und alles zur Voranlage.
Anlage von Stiftungen rund um Stiftungsfonds, stiftungsgeeignete Fonds, gibt es auf unserer Voranlageplattform für Stiftungen und MPOs www.fondsfibel.de.